Herr Stegner, das Sparkassengesetz soll geändert werden. Warum und was ist da so wichtig und warum ist die Opposition da dagegen? Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Sparkassen natürlich helfen, aber nicht mit einem Medikament, was den Patienten zu Tode bringt. Denn wir wollen Privatisierungsgefahren nicht vergrößern, die gibt es. Und da geht es gar nicht um die Frage, wie wahrscheinlich das ist, sondern es geht darum, wenn es so weit käme, wäre der Schaden so hoch, dass wir das nicht verantworten können. Die Opposition ist deswegen auf der Zinne, weil die FDP Privatisierung will und die Union führungslos ist und der FDP hinterherläuft. Wir haben nichts gegen die Hamburger Sparkasse, überhaupt nicht. Wir werden über Hilfen für die Sparkassen reden und bessere Rahmenbedingungen, aber erst im zweiten Schritt. Der erste Schritt muss die Privatisierungsbremse sein und die ziehen wir diese Woche ein. Herzlichen Dank.